Das alte Stadtbad am Alfred-Messel-Platz. Fast jeder Brandenburger hat hierzu die eine oder andere Erinnerung. Seit Jahren schon wird um eine passende Nutzung für das Ensemble gerungen. Kulturministerin Manja Schüle besuchte heute Vormittag gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller den historischen Bau. Dort informierten sie sich bei Anne Müller vom Stadtbad e.V. über momentane Entwicklungen im Haus. Im Meetingpoint-Gespräch erläutert Anne Müller die Idee, das Stadtbad zu einem Forum für internationale zeitgenössische Kunst sowie einem Platz für Bildung und Wissenschaft werden zu lassen. Also, dass Manja Schüle und auch die hochrangigen Vertreter der Stadt, Steffen Scheller, Denkmalpflege, der Eigentümer Florian Grothmann und natürlich die Öffentlichkeit hier heute versammelt, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn es werden heute, ich sag mal, Puzzlesteine zusammengeführt im wundervollen historischen Stadtbad, um gemeinsam über die Zukunft des Gebäudes und die kulturelle Bespielung sich auszutauschen und gemeinsam einen Funken zu legen, so würde ich es mal nennen. Gibt es jetzt schon konkrete Pläne, was aus dem alten Stadtbad werden soll? Also wir haben eigentlich schon seit über 2 Jahren eine Reihe von Konzeptionen vorgelegt, sind auch in permanenten Austausch. Und wir nennen das Vorhaben Stadtbad Kunstforum Brandenburg und es soll ein interdisziplinäres Kunstforum für internationale zeitgenössische Kunst werden, aber auch für Bildung und Wissenschaft, gerne mit einer Gastronomie, einfach ein magnetischer Ort, wo die Brandenburger Brandenburger und Brandenburgerinnen in ihr Stadtbad gehen, verweilen, genießen, Kunst und Kultur erleben, sich überraschen lassen können. Jetzt haben wir gesehen, man kann hier quasi einen virtuellen Rundgang machen, sich Geschichten aus diesem Stadtbad erzählen lassen. Kannst du da einmal ganz kurz was zu sagen? Ja, dieses Jahr haben wir ein großes Projekt, das nennt sich Virtual Bathing, also virtuelles Baden. Und wir virtualisieren gerade das Stadtbadgebäude und die Brandenburgerinnen können in diesem virtuellen Stadtbad ihre Fotos, Videos und Erinnerungen hochladen. Und wir bauen es quasi zu einem kollektiven Gedächtnis aus und werden in diesem Jahr auch noch Ausstellungen realisieren im virtuellen Becken.